Hallo, ich bin Patrick Rötzke, Rechtsaußen der Rhein-Neckar Löwen. Heute stelle ich euch meinen Mitspieler Marius Steinhauser vor. Ja, als Handballer, ich denke, das Erste, was man bei ihm sieht, ist, dass er eine wahnsinnige Sprungkraft hat, dass er unglaublich schnell ist, dass er für die kurze Zeit, die er Handball spielt, auch schon ganz gute Wurfeigenschaften hat und ein ganz gutes Wurfrepertoire hat. Okay, Marius, die Zuschauer und Fans der Rhein-Neckar Löwen haben ja schon gesehen, dass du dich ab und zu mal am St. Leoner See ins kalte Wasser werfen lässt. Deshalb stellt sich auch mir die Frage jetzt, was du eigentlich in deiner Freizeit gerne so machst. Ja, das St. Leoner See, das ist ein beliebter Anlaufpunkt von mir. Und wenn ich mal mit das runde Ledernet in der Hand habe, dann unternehme ich viel mit meinen Freunden, gehe ins Kino, was essen, was trinken. Und ja, da ist auch der St. Leoner See als ein Anlaufpunkt, den ich sehr gerne bevorzuge. Und ja, sonst, ich bin außerhalb meiner Freizeit, betreibe ich auch sehr viel Sport so nebenher. Ich gehe joggen oder ich gehe auch mal gerne Tennis spielen. Also ich bin eigentlich da sehr, sehr offen. Schleimer beim Trainer, oder? Ja, es ist halt so, weißt du. Man muss halt auch mal zeigen, was man kann. Ich weiß nicht, ob er menschlichen überhaupt Stärken hat. Nee, Spaß beiseite. Wie ich schon gesagt habe, der ist ein sehr, sehr guter Mensch, der auf die Leute offen zugeht. Ich denke, das macht viel aus bei einem Spieler, gerade auch wenn man neu in eine Mannschaft kommt, dann vereinfacht das ziemlich viel. Und ich denke, das macht ihn als Menschen sehr aus, dass er einfach ein ganz feiner Kerl ist. Und man kann es eigentlich nicht glauben, dass er erst seit 5 Jahren, glaube ich, Handball spielt. Das finde ich ja, Wahnsinn, dass man in der kurzen Zeit schon so weit kommen kann. Und trotz der Zeit ist er wirklich sehr, sehr gut. Und da merkt man auch, dass eben da viel Talent auch dahinter steckt. Ja, ich würde Marius als sehr lebensbejahenden Menschen darstellen. Er ist immer gut drauf, hat einen flotten Spruch auf dem Leben, ist manchmal vielleicht ein bisschen hyperaktiv, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, das nimmt er mir auch nicht ganz so übel. Ja, ist einfach jemand, der sehr positiv durchs Leben geht und den Kopf nie unten hat. Und das finde ich eine sehr gute Eigenschaft.